ganz Berlin ist enttäuscht. Du bist für Bonn als Hauptstadt, stimmt das? Nee. Nee, du bist für Berlin? Du, mir ist es egal. Volksentscheid, entscheide. Ich bin hier kein Führer, kein Leiter, kein Bestimmer. Ich bin zwar der Belkera, wie ich auf der B-Seite von demselben Plättchen behaupte, aber das muss, müssen wir alle entscheiden, wo das sein soll, wo es am besten ist. Meine Mutter hat dich oft im Fernsehen gesehen und die fragt sich immer, warum du so angezogen bist wie ein Clown. Ob du ihr nicht mal irgendwie sagen könntest, dass du dich demnächst irgendwie ganz anständig mal präsentieren würdest, in vernünftigen Kleidern. Du, ich habe ganz vernünftige Kleider an. Ich habe ein Kleid an vom weltbesten und welterfolgreichsten Designer Astin Alaia. Die Schuhe auch. Und wenn deine Frau Mutter da nicht mithalten kann, dann kann ich auch nichts dafür. Der Berliner werbe dich. Fühlt man sich denn auf dem Alexanderplatz wieder zu tanzen und zu singen? 1968 haben wir das da heimlich machen müssen. Also da war zwar der Platz voll, weil es war gerade Geburtstag der Republik und da waren ganz viele Westler da und damals in den 60er Jahren hatten die ja alle Bärte, das fanden wir ja alles super. Und dann haben wir Lieder gesungen zur Gitarre und so, und dann aber nach 5 Minuten, da kam dann schon irgendein Stasi und dann war auch gleich Polizei da und dann mussten wir uns wieder irgendwo neu hinschleichen mit unseren Gitarren und heimlich Biermann-Lieder singen. All right.